Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, geschätzte Heimatgeschichte Interessierte, wenn man den Zweiten Weltkrieg sich anschaut, dann ist das bei unserem Land eher immer spurlos vorübergegangen. Große Zerstörungen hat es bei uns nicht gegeben, da waren die Städte ganz wesentlich betroffen. Aber hin und wieder ist schon was Tragisches auch passiert und so auch bei uns in Bad Kreuznach beim Widerhofer, wo ein Flugzeugabsturz am 5. April 1944 passiert ist und der jetzt geschichtlich aufgearbeitet wurde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Karl Haider und den Karl Affenzeller. Die beiden haben hier in hervorragender Art und Weise die Geschichte aufgearbeitet, haben mit Zeitzeugen versucht zu rekonstruieren, was genau passiert ist und haben mit Bildmaterial aus der Zeit das ganz, ganz hervorragend hinterlegt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch beim Franz Leitner von Stundgau TV, der die Geschichte auch filmisch hinterlegt hat, der dort auch dafür gesorgt hat, dass das auch filmisch dokumentiert wurde. Ich kann einladen, schaut euch den Film an, lest auch das Buch, das also dazu verfasst wurde. Es ist eine ganz interessante Geschichte und zeigt uns, dass auch wir in Bad Kreuznach von diesen schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges betroffen waren.